dann kannst du auf Wedding-Safa. Ich habe mir gedacht, ich nehme gleich eine Mosi mit. Ist zwar nicht am Plan gestanden, dass beim heutigen Auftakt der Dichterlesungen im Rahmen des Adventprogramms in Gassen auch eine Bläsergruppe spielt. Umso mehr freut es uns, dass die Brettenauer nicht nur draußen vor der Krippen kurz angespielt haben, sondern eben auch in den Gasthäusern ein bestes Game haben. Sie haben nicht nur Adventliches gespielt, sondern eben auch ein bisschen was Schnelleres. Und da natürlich in dem Rahmen bei der Dichterlesung passt was Adventliches besser. Und umso mehr freut es uns eben, dass ich es da auch einmal kurz angespielt habe. Ich darf heute eigentlich die erste Dichterlesung eben im Rahmen dieses Gasadventes einläuten, da im Gasthof Willingshofer. Ein herzliches Grüß Gott von uns da vorne, die wir uns nicht als oben drüber, so wie wir ins Mikrofon sprechen müssen, verstehen, sondern als unser Miteinander, dass wir das gestalten können. Ich bitte sehr, schaut, dass alle was zum Trinken oder Essen habt. Zum Ablauf möchte ich sagen, dass wir keine Pause machen. Es passt uns gar nicht hinein, dass wir bitten, dass nachher kassiert wird. Serviert selbstverständlich und der Zeit, dass ja niemand verdurstet inzwischen. Das möchte man nicht haben. Gell? Aber dass wir vielleicht nachher kassieren und uns unterhalten. Man kommt sehr oft blöd vor, wenn man da vorne sitzt, ob singt oder spült und es wird wenig zugehört. Ich erwarte das nicht, aber ich darf das vorausschicken und bitte sehr darum. Mein Heimatl,
liegt in der Steiermark drei, umkränzt vor die Berg. Der Wald ist ein Zier, ich möchte ja sonst nirgends verbleiben. Grad du, mein Heimat, fallst mir. Du Bachel, du Kleins, musst gemütlich und sein, dass du durchrinnen kannst durchs gasnerische Tal. Du musst dich durchwinden um Riegel und Stein und rinnst über Stein von unendlicher Zahl. Ihr Leitnern, ihr Stahlen, wir haben euch in Ehren. Wächst's Futter fürs Viech, das Trot für das Brot und gib unser Herrgott da drauf noch sein Sein. So leihen wir keinen Hunger, keine Not. Ihr Berg um und um, so frisch und so grün, siehst so ein Fisch, großen da um. A Sonnenweinfeier, a Jucher zur Höhe, sind lustig sein, kämen die Leute zusammen. Du Derfe, du Kleines, du bist ja a Tracht, bist Heimat für mich und die Mein. Im Kirchel, da findet man die Ruhe und die Gnad, wenn die Sorgen mal überrinnt sein. O himmlischer Vater, wie ein Schein hast du's gemacht, mein Heimat, ich dank dir dafür. Ist wie ein Edelstein, eingefasst mit Gold, sie ist für mich die allerschönste Zier. Der Bergbauer. Der Bergbauer ist ja recht weit oben, hat Stickli Leiten, einen steinigen Boden, baut kurze Hafer, das Korn spät und schlecht. Die Bäuerin ist sein einziger Knecht. Und wenn's recht heiß im Sommer ist, so brennt sie ihn über den Steinriegel gewies, das fuhr daraus, bis alles ganz rot und er drauf nichts zu loben hat. Und rings eine längere Zeit einmal, so gingen die Lahnen gar ins Tal. Durch Stalldach siehst du Mond und Stern, und in der Wand kannst du Holz wirm hören. Das Wohnhaus am oh Mai, und nicht ein wenig tut's besser sein. Ja, wenn der Herr im Wind kein lässt, der in der Stundreis Licht ausbläst, sag Gasserem, ich möchte nicht bleiben, den ersten Tag darf's mich vertreiben. Seid sau dein Leuten, alles miteinander und kauft eure Wirtschaft in dem Land. So gibt der Staat zur Antwort drauf. Bist nicht mehr zufrieden? Herz Glück auf. Hast Heimat lieb und Gott vertrauen, so wirst du als Bergbauer auch nur bauen. Ich bleib schon da in meinem kleinen Reich. Da ist ums Herz mir froh und leicht. Auf dem Straßenberg, da steht mein Heimathaus. Sie hat mir weit und braun, ich kenn mich recht gut aus. Sie hat mir Wald und Föder. Und die Gäste schwarz
und groß ins Backen rinnt. Von da Oma, Oma, dann die weiter kein. So sie auf meinen Schneck in Toll und Brenn. Von da Oma, Oma, dann die weiter kein. So sie auf meinen Schneck in Toll und Brenn. Ist recht mir dort Wort, so gehst am Stoße gein. Von der feschen Kahn bringt dann guten Wein. Und der Bursch spürt auf, an rechten Landtag schmilt. Sag schmilz, komm schnell, komm rein, komm heuten Wind. Und der Bursch spürt auf, am rechten Landtag schwingt. Sag schmerz, komm schnell, komm rein, komm heuten Wind. Oh, da zurück ins 30er-Jahr. 1928 ist mein Vater als Lehrer nach Gasen gekommen. Und weil sich Peter den nächsten Beitrag zu seinem Thema ausgewählt hat, habe ich gedacht, ja, ich kann mir da ein bisschen was erzählen. Im 30er-Jahr also wollte er eine Jugendgruppe gründen, hat es auch dann gemacht. Das hat damals Neuland geheißen. Und es gab schon eine Mädchengruppe und die Buben hat er halt noch zusammengesucht. Und beim Ballerraum und vor dem Baller, unter dem Baller, wir haben uns dann reinigen müssen, sind halt die Wahlbuben gewesen. Und damit er die kennenlernt und in seine Gruppe bringt, ist er halt eines Abends, am späten Nachmittag, hat er sich vorgenommen, ja, ich gehe mal zum Ballerraum. Den Ballerhof wusste ich, ja. Vater schreibt das im 43er Jahr seiner Frau, meiner Mutter, zum 12. Hochzeitstag. Er schreibt es also nicht in der Ich-Form, sondern als Bericht direkt. In der Originalschrift, so wie sie im Buch ein Stückchen abgedruckt ist, drinnen auf nickrigen Zetteln mit Bleistift. Die Schrift vergibt schon bald, gerade dass wir es uns noch lesbar machen haben können. Das schreibt er also im 43er Jahr aus dem Gedächtnis auf. Was der für Gedächtnis gehabt hat, bewundernswert. Also, der Ballerhof, ja, den Zugang wusste ich nicht. Ich wusste, wo der Hof lag. So kam ich zu den Torkäuschen hinein. Da lag er oben rechts am Hang, der alte Hof. Schwarzbraun das Gebälk mit kleinen Fenstern, aus denen schon der Schein des Abendfeuers flackerte. Ja, da musste ich wohl irgendwo hinauf. Kein Weglein war zu entdecken. Es dämmerte schon stark. Kurz entschlossen tappte ich über den eisüberdeckten Bach und schwitzte durch den tiefen Schnee die Leiten hinauf. Mehr als einmal musste ich verschnaufen. Dann sah ich über den Leitenbaumkugel den versinkenden Tag noch nach. Es senkte sich schon die Leiten und ich stapfte durch die Obstbäume dem Haus zu. Zwischen Bäumen und Drahtkosten türmte sich hoch ein Haufen gespaltenen Holzes. Ein alter Knecht, ich lernte ihn später als den zur Verwandtschaft gehörigen Maxl kennen, hantierte noch daran herum. Etwas beklemmt im Brustkasten, teils noch vom Steigen, teils von der Bangnis, wie man sie immer spürt, wenn man ein fremdes Haus das erste Mal betritt. Durch die Vorlagen, Chorhaus, tappte ich in das Dunkel des Hauses, fand mich erst in der Rauchküche kaum zurecht.
Das flackernde Herdfeuer beleuchtete unsicher einzelne Gestalten, von denen ich schließlich den Vater erkannte. Ich ging zu ihm hin und gab ihm die Hand. Auch die anderen kamen allmählich ins Licht. Die Bäuerin, die Fronerl, die Hanerl, die Burschen und dazwischen krabbelten die Kinder am Boden. Bei allem die gleiche Verlegenheit, wobei ich mich gar nicht ausnehme. Jeder Einzelne kam auf mich zu und gab mir die Hand und es wurde mehr geschwiegen als geredet. Besonders Froni wusste mit mir nichts Rechtes anzufangen. Sie wusste, dass ich wegen der Burschen und wegen der Neulandgruppe gekommen war, fand aber keinen Anknüpfungspunkt für mein Vorhaben. Ich auch nicht. So setzten wir uns zum Abendtisch. Nachher schmolz das Eis und bald ging es bei allerlei bäuerlichen Gesellschaftsspielen recht lustig zu. Erinnerlich vor allem ist mir der Michi, obere Ballertanwein, der mit köstlicher Gelassenheit beim Hauernhandeln half, dann der Kilian, der immer wieder in seiner heiteren Art den Laden ins Rollen brachte, falls er stillzustellen drohte. Und dann entdeckte ich in der Reihe der Brüder zu meinem nicht geringen Erstaunen den schwarzen Holzfuhrmann vom Dorf unten, mit dem ich schon beim Brandlaufen oder beim Skifahren manches Wort gewechselt hatte. Aha, der gehörte also auch zu den Ballerbuben. Es wurde rasch spät und ich wollte heim. So direkt haben wir von der Jugend nicht gesprochen, aber eines haben wir uns vorgenommen, ein schönes gemeinsames Osterfeuer zu machen. Der Älteste vom Schock, der Hansl, begleitete mich noch bis zur Mühle hinunter. Es war eine helle Nacht und ich gewahrte, dass hier oben schon weite Flächen Acker waren. Der Weg zeigte freilich noch viel blankes Eis und ich war froh, als ich unten wieder an der Straße stand. Nochmals redeten wir vom Osterfeuer und dann verabschiedete ich mich vom Hansl. Seit diesem ersten Besuch habe ich Hanerls Bild in mir getragen, ohne damit irgendwelche besondere Absichten oder Pläne zu verbinden. Er beschreibt dann das Osterfeuer, das nicht stattgefunden hat, aber an dem Spielabend und so. Ja, und dann kam eine Woche, in der ich entschlossen mein Geschick in die Hand nahm. Schon seit Tagen trug ich meine große Liebe in mir. Sie galt der Ballerhanner. Viele Rücksichten, solche beruflicher Natur oder die auf mein Grazer daheim, die hinderten mein Herz an einem elementaren Durchbruch zu einer Entscheidung hin. Und da kam ein äußerer Anlass, ich nenne in Fügung, meine Ernennung zum definitiven Lehrer in Kassen. Damit bestand auch Aussicht auf eine spätere Bewerbung der Oberlehrerstelle. Und ich schrieb den Brief. Den Brief, hast du ihn noch, Liebste, in Klammer? Er ist noch da. Ich also begann diesen Brief, nicht ohne Aufblick nach oben, und ich schrieb. Und da wuchs der große Zweifel auf in mir. Hanerl ahnt nichts. Es wird sie treffen wie der Blitz von oben. Also unerwartet, unglaubhaft wird für sie die Nachricht sein. Und ich bat die um Hilfe, deren Ehrenmonat eben begonnen hatte, Maria. Hat sie mir einmal schon etwas versagt? In dieser großen Stunde muss sie bei mir sein. Ich schäme mich nicht, dies zu schreiben. Als der Brief fort war, der Baller Peter machte diesmal und später immer wieder den Boden, lag ich auf den Knien. Dann kamen ungewisse Stunden. Aber irgendwann läuteten die Glocken zur Maiandacht. Die Ungewissheit ging rasch dem Ende zu. Als ich mit meinem schwarzen Regenumhang aus dem Haus trat, Schulhaus oben, ging Hanerl raschen Schrittes der Kirchenstiege zu. Einen Seitenblick warf sie herauf zum Schulhaus. Dann war sie in der gedeckten Stiege verschwunden. Ich wartete und ging so langsam, dass ich erst nach Hanerl in die Kirche kam. Da stand sie im Vorraum. Sie trug einen grünen Flanelljanker und ein weißes Kopftuch mit zartem, dunklem Muster. In der Kirche fand ich Hanerl auf der Frauenseite einige Bänke vor mir sitzen. Einmal überflogen ihre Blicke die Männerseite und da wusste sie, dass ich da war.
Nach dem Segen ließen wir die anderen Leute von uns hinausgehen. Im Vorraum nestelte Hammerl in ihren Brief aus der Tasche und gab ihn mir. Es war die erste persönliche Begegnung zwischen uns. Kein Wort fiel, nur ich glaube, dass ich gleich nachkomme, so ähnlich wie ich gesagt habe. Ich eilte in mein Zimmer, brachte den Brief auf, da standen die Verse. Im wunderschönen Monat Mai, da alle Bäume prangen, da ist auch in dem Herzen mein die Liebe aufgegangen. Das Weitere überflog ich und schon war ich hinten beim Dorf draußen und beim Straßecker habe ich Handel eingeholt. Sie war nicht allein und so mussten wir bis zur Baldermühle Belangloses reden. Gasnerisch sagen wir mal dumm reden, gell? Dort zweigte die Bergbahn Handel ab, das war also die Schuldige. Wohl hatte ich mir das erste Ausführen anders gedacht, aber es stand eben in diesem Zeichen scheuer Zurückhaltung. Und Handel war dann besorgt, der Vater werde es nicht zulassen. Diese Sorge wollte ich gleich beseitigen, denn dass der Ballervater deshalb Nein sagte, weil der Handel am Hof nicht entbehren konnte, das wollte ich nicht ernst nehmen. Und auf dem weiteren Weg zur Horststube ratschlagten wir, wie wir es dem Vater wohl beibrächten. Zwischen der Horststube und dem Weg lag ein begrastes Wegstück. Da saßen wir, sahen hinab ins Tal und redeten von der Zukunft. Stand da plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, der Ballervater vor uns. Ich ging gleich ans Ziel. Er solle sich zu uns setzen, ich wolle ihn um die Hand bitten. Da wich die kalte Spannung aus seinem Gesicht, er setzte sich allerdings etwas abseits von uns und meinte, verrät es nicht. Wenn man das übersetzt, verstehen wir es, verrät das nicht. Nein, gesagt hat er nicht. Ne? Und sagen, ey, die wird es wohl nicht sein. Damit hat er also Ja gesagt. Und dieses glückliche Heimgehen dann und diesen Abend schildert er noch breit. Es war ein Schreiten in ein neues Leben voll glücklicher Zweisamkeit. Für mich war es auch der Einzug in eine große, stolze, bäuerliche Sippe, in eine Welt, die nach uralten, nicht befohlenen, von jedem aber erahnten Gesetzen abläuft. Kühl war dieser frühe Weinabend, aber ich spürte nicht die Kühle, nicht die Steine am Weg. Voll seliger Pläne war mein Kopf und das ganz neue Gefühl war über mich Herr geworden. Du gehörst jetzt nicht mehr dir selber, dir allein. Ein anderes Leben hat nun auch Anrecht an dir und so sei es. Wenn wir schreiten, Seit an Seit uns die alten Lieder singen, spüren wir, es muss gelingen, mit uns zieht die neue Zeit. So fand ich meine Frau. Der Schlacher. Er hat uns gelehrt, von Graserl und Blier, und hat die Heimat lieb geweckt. Ist auf die Berg gestiegen mit Schuller voll Bier, und haben die kleine Welt so entdeckt. Hat auch erzählt von Ritter und Schloss, wie die Bauern noch Leibeigene gewesen, wie es gerieten durchs Land in der Rüstung am Raus und von der Best, die es damals auch gegeben. Er hat es entschuldigt, und einer daheim ist geblieben von der Schule, weil Erntezeit war, hat es auch entschuldigt, wenn es gestürmt hat und geschneit. Zum Feiten, wenn es schwach war und zu klein. Mit ihm haben alle dürfen die Heimatsprache reden. Das Hochdeutsch wird braucht just zum Schreiben. Don Camillo und Bebone sind in der Klasse gar gewesen. Politik war selbst jetzt ein Spein. Er hat in der Gasen die erste Bühne gemacht und hat das Theaterspiel geleitet. Wir haben gesungen und gelacht, mei, war dieser Scheinzeit. Er war viele Jahre lang Organist oben am Chor. Er hat keine Ferienzeit gekannt, hat sich beschäftigt mit der Kunst, hat gar beim Namen die Maler alle genannt. Und alle, den er geführt hat, er ein Lehrer ist gewesen, sind geworden unter die Leute.
war er noch am Leben und konnte alle sehen, ich mein, er hätte eine Mordsfreude. Er hat alles zusammengetragen von Kirchen und Gemeinde, von der Arbeit, von den Herren und vom Gesind, hat zwei Bücher über die Gassen geschrieben. Er, der Lehrer allein, von dem Bergwerk, die Handwerk und Grind. Jetzt ist er heute für die Nachkommen auch, wird Gassen entstanden, wie es geht. Als hätte er das Teufel just einmal da für uns aus dem Schlaf rausgekommen. Ein letztes Persönliches darf ich anfügen. Hört man mich so oder überschlagt sich was bei mir klar? Okay. Zu Fuß in die Hauptschule nach Birkfeld. Das hat bei manchen so Begeisterung gefunden, dass ich das mich traue hier zu nennen. Vielleicht für die Jugend eben, dass nicht alles so selbstverständlich ist. Das Problem war nicht gegeben, dass zu viele im Autobus waren. Das höchste Zeit ist es zu ändern. Es waren andere Probleme. Als ich 10 Jahre alt war, kam das Problem des Hauptschulbesuches heran. Der war keineswegs Pflicht. 8 Klassen Volksschulbildung waren eine solide Grundlage und für so manchen Gasner Sprungbrett zu einer höheren Schule oder Berufsbildung. Ich aber wollte Lehrerin werden. War ich auch die einzige Schülerin aus Gasen? Der Hauptschulbesuch in Birkfeld war selbstverständlich. Ich lernte bei der Volksschullehrerin Hertha Pfeiffer Englisch und konnte die Privatistenprüfung über die ersten 2 Klassen ablegen. Dadurch musste ich erst mit 12 von daheim weg. Meine Schwestern beneideten mich oft darum. Schwer war es trotzdem. Postautoverbindung gab es keine, also suchte mein Vater einen Kostplatz für mich. Das waren gute, alte Leute, aber an ihren rauen Umgangston musste ich mich erst gewöhnen. Am Sonntag vor Schulbeginn fuhr ich nachmittags mit dem Schmitzelb auf dem Lastwagen nach Birkfeld. Nicht, dass ich so viel Gepäck hatte. Sepp holte Gäste zu einem Fest nach Gasen. Hinaus konnte ich mitfahren. Da saß ich nun beim Tisch, drückte und schluckte das Heimweh hinunter und sollte Zwetschgenknödel essen. Die sahen aber ganz anders aus als die in Mutters guter Küche. Durch einen dünnen Nudelteig schimmerten die blauen Zwetschgen zu mir herüber. Auch das Beste an den Zwetschgenknödeln, die gezuckerten Brösel, fehlten total. Ich stocherte herum und brachte mit aller Mühe nur einen Knödel hinunter. Da hörte ich draußen die Bemerkung, fressen will der Teufel auch nichts. Ich dachte zuerst, es sei der Hund des Herrn gemeint, aber es galt mir. Na Mahlzeit. Die alte Mutter beobachtete mich. Kennst gleich keine Zwetschgenknödel? Oh ja, aber mir gehen kein Kimmel dazu. Ach so, lachte die Gute. Ich hab heute zum Abschmolzen gleich das Bratenfett genommen. Dann zeigte sie mir meine Schlafstelle in ihrem Zimmer. Auf der Wandseite direkt neben meinem Bett, der Länge nach, war ein Fenster mit einem Bienenstock verstellt, der eine Glashinterwand hatte. So konnte man das emsige Treiben der Bienen beobachten. Anfangs war mir das etwas unheimlich, aber bald gewöhnte ich mich an das leise Summen neben mir und ich freute mich über das köstliche Honigbrot, das ich zur Jause mitbekam. Zur Begrüßung am ersten Schultag rief mich Direktor Barwick auf. Schlacher, bist du so brav wie deine Schwestern oder so schlimm wie dein Bruder? Schüchtern antwortete ich, ich weiß es nicht. Frech bist du auf alle Fälle, setzen! Langsam wurde ich mit dem Schulalltag vertraut. In den theoretischen Fächern kam ich gut mit und die damals sehr wichtigen Sprüche der Grammatik in auf das dergleichen werden noch teils bald einerseits andererseits können die halt noch so gut haben wir die lernen müssen Vorwörter und so weiter, ja, die hatte ich gleich in. Aber schlimm war der Turnunterricht.
Im Gasel wurde in den 50er Jahren das Schulhaus wieder mal umgebaut und vom geregelten Turnunterricht keine Spur. Fallweise hatten wir einen kleinen freien Platz zum Völkerballspiel. Als mir vom Barwick das erste Mal ein riesiger Medizinball zugeworfen wurde, duckte ich mich und lief zur Seite, was ein schallendes Gelächter der Mitschüler auslöste. Ja, und so ging jeden Samstag dann mein Weg gegen 13 Uhr heim herüber in die Gasen mit der kleinen Schultasche, die ich auch mit der Schmutzwäsche gestopft hatte. Im Durchschnitt brauchte ich 3 Stunden. Ein Autostoppen ersparte ich mir, es fuhr ja keines. Wenn ich nach dem Jagerleitner Wald zur Baumgartmühle kam, war schon fast der halbe Weg geschafft. Und Sonntag am Abend im Winter, bald nach dem Mittagessen, stapfte ich wieder nach Birkfeld. In der 4. Klasse ging es mir gut. Da fuhr ein Postauto zum Mittag von Birkfeld nach Gasen. Zurück ging es wieder zu Fuß. Danke. Was bis auf mir gemeint ist. Oh la, 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 das Fest im Dorf. Der Hansl sagt zur Nani, geh mit, heute ist ein Fest, ich zahle dir bei der Fahne ein Achtel, ganz das Best. Wie ein Herr erscheint die Musi, der kommt am Ende frei. Die zwei haben gewisse Gespusi, das leicht mir auch hier sein. Was meint zu seiner Leiner, der Igel, oben auf der Höhe, riecht zusammen dir mein Geschenner, zwei Kleidend, weißt du das eh? Wir sind zwar eh ganz grabscher, da gefreut uns noch das Leben. Wenn alle Tage fest war, kommt da nichts Schönes gehen. So sitzen sie jetzt beieinander und freut sie bei dein Fest. Die Weiber und die Mander, von weit her kein man Gäst. Und alle, die was sie dichte für die Pfarrdorn umgeblogen, die meinen, es war heut richtig, man soll ein Reischen haben. Das Landhauseck. Der Hinterrecker von Basal, der fährt einmal ins Stadt, weil er beim Land des Hauptmautrei ein Auling vorzutragen hat. Eine lange Warterei ist gewesen. Das hat der Enter nicht gewusst. Er muss sich geschwind sein Hauseck stellen. Da sieht der Polizist. Hey, hey, sagt er und hat groß geschaut. Wo bist du denn her? Zwei Teilen haben mir die WC angebaut. Wie es gestroft, mein lieber Herr. Von wo ich bin? Ja, von Basal. Geh um, ist die Teil holen. Komm auf für mal. Da darfst du da im Wald und brauchst dafür nichts zu holen. Jetzt kommt mir kurz das Geschichtel noch drauf von Adolf Strassecker, von unserem Postmeister AD, gell? Er hat da eine kleine Nacherzählung gemacht, und zwar die Blaumachergassen. Die alten Pfeife werden es noch wissen, sogar ich noch. Bin denke ich auch schon etwa die 60, gell? Wenn man bei der Maut der Kurven gerade runtergeht und der Stickel im Bauch entlang, oft kommt man zu der Stelle, wo mal vor langer, langer Zeit ein Steig ist übergegangen, übers Bachli auf die Harzlwiesen. Da ist ein Haus gestanden, die Ömerkaschen hat es geheißen. Seit 1818 ist es ein Wirtshaus gewesen. Und zu derer Brandweinhütten haben sich halt oft die Umadum-Trinker von Sonntag auf Mauder in der Früh umgeschlichen und haben weiter geschnapselt. Und so hat oft das Weigerl die Blaumachergassen geheißen.
ein Wirt in der Hochzeitstuss. Tanzen zwei Bauern Buren. Schau, schau, ihr Schein, ihr Schein. Tanzen wir zwei, jo, die Elitul, jo, tanzen wir zwei. Und der Neibot fragt, was ist, denn wir waren abends kamarischer Burmist. Es war lieber Kornach, jo, die Elitul, jo, ist mir lieber Kornach. Und da gibt der Kilo, der Dober Kilo, kein Strick, jungen Mois und Lach, Grabzeug und der Laus, schnell, ja, mein Dirn, mein Glückwurz, ja, mein Dirn, du, ja, mein Dirn, mein Glückwurz. Was sind zwei Rehbeck von Jager denken? Zwei Rehbeck, sei Esen, am Waldrand miteinander, schlechter Jager daher, hat die Pixen in der Hand. Du, jetzt wird's auf Pferde, hat der ein Rehbock sie gift. Schleich mir davon, bevor ein Schuss ins Nau trifft. Geh, tu dich nicht fürchten, wir Kinder nur hoffen, es ist eh der Jager, der noch nie was hat getroffen. Du schau, sagt der Rehbock, was der Jager jetzt macht. Er steigt auf den Hochsitz, Buh, wie das oft gekracht. Ich war, wir schliefen ins Unterholz geschwind, bevor der noch lohnt und sein Schießen gleich kommt. Sei stark und friss weiter, der geht wieder heim. Der Jager ist froh, wo wir ihm nichts tun. Da schau, er steigt oben, am Boden sucht er was. Jetzt zeig es auf die Höhe, kennst du's, was ist denn das? Du, das ist ein Stein, verschwind mir, hopp, hopp, beim Steinschießen kommt er ein Treffen, der Lob. Ich habe jetzt ein wenig verkleidet, weil jetzt haben wir einen Doppelsketch, gell? Das heißt der Gamsport. Das ist wieder ein Geschäft für einen Jäger und für einen Polizisten. Ein neuer Revierjäger, der hat die Jägersprache so angemeint, das muss ich vorausschicken, dass er alles nur mehr in der Jägersprache gesehen und geredet hat. Gell? Sogar sein Moped hat er schon für einen Müllbrenn angeschaut. Und da hält mit seinem Moped der Polizist auf und für den handelt es. Also. Halt! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Warum bleiben Sie nicht stehen? Ja, weil ich im Todfeind gewittert hat. Bei Ihrem Moped, da sind ja die Bremsen kaputt. Ja, ja, but live, Vaters! But live! Warum bei live? Was heißt denn das? Ja, zuerst springt's mir einmal in die Daumen und bald einmal läuft mal frei nicht daheim. Bergauf geht's ja noch, aber bergab, da fangst du direkt zu niebersetzen an. Wie heißen Sie? Hirschbadl. Ich fragte Sie um den Namen, nicht was Sie am Hut tragen. Ich bin ja nicht derisch, Hirschbadl heiß ich. Und was ich auf dem Hut habe, ist ein Gamsbadl. Sei, ich verstehe schon auch gar nichts für die Gams und für die Scham. Hier den Ausweis bitte. Bitte sehr, Herr Polizei. Aha. Vom Beruf sind Sie also Revierjäger. Und wo? Ja, beim Freiherrn Grof von Baumwald.
Pickel sehe ich aber auch keines. Ja, selbst sonst keines, nein. Und auch keinen Spiegel. Wohl, ein Spiegel schon. Aber just zeigen weiß. Im Winter, just, im Winter. So nicht. Und wissen Sie denn nicht, dass ohne Helm zu fahren nicht nur lebensgefährlich, sondern auch strafbar ist? Sie haben einen Sturzhelm zu tragen. Ich einen Sturzhelm tragen? Ja, wie denn? Sehst du nicht mein Gamsbord? Wo soll ich denn mein Gamsbord hinstecken? Ja, soll ich beim Helm ein Loch reinmachen? Ruhig sehen. Ihren Schädel wird genauso ein Sturzhelm ziehen. Ansonsten hätten Sie eine Sondergenehmigung einbringen müssen. Können Sie mir diese vorweisen? Kaui, jawohl, kaui, bitte. Bezirkshauptmannschaft Weiz, Herrn Silvester Hirschbartl, Revierjäger beim Graf Freiherrn von Bodenwald, wird bei Fahrten mit seinem Moped in das Revier des Grafen das Tragen eines Sturzhelmes aus beruflichen Gründen erlassen. Begründung: Ein Gamsbart gehört neben der üblichen Jägerbekleidung zum Erkennungszeichen eines Jägers, sodass Wild im Revier, Rehe und Hasen und anderes Getier ihn von einem normalen Menschen unterscheiden können. Vielen Dank, Herr Inspektor! Es wohnt ein Jäger ein Jahr, drei Viertel Stunden vor Tagen, wohl in dem grünen Wald, ja Wald, wohl in dem grünen Wald. Halli, hallo, halli, hallo, wohl in dem grünen Wald. Halli, hallo, halli, hallo, wohl in dem grünen Wald. Da traf er auf der Eile sein Lied im weißen Kleide. Sie war so wunderschön, ja schön, sie war so wunderschön. Halli, hallo, halli, hallo, sie war so wunderschön. Halli, hallo, halli, hallo, sie war so wunderschön. Sie taten sich umfangen und Lärm und Tanzen sangen vor lauter Lieb und Lust, ja Lust, das zeigen ins Bild hinein. Der Oder. Das war zwar kein Jäger, aber auch heute, die Älteren von uns kennen ihn noch gut. Eigentlich hieß er Adam Brunhofer. Mit ihm begann ein Abschnitt meines Lebens und das kam so. 1939 war ich in der Schule für Kindergärtnerinnen in Graz. In den Ferien mussten wir in einem Erntekindergarten, die damals von Hitler errichtet wurden, Praxis machen. Wir jungen Mädchen waren voll Idealismus und Tatendrang. Und aus einem Säckchen durften wir die Namen unseres Einsatzortes ziehen. Ich zog Gasen. Gasen. Wo war das?
Ich hatte noch nie von diesem Ort gehört. Egal, ich freute mich auf Gassen. In der Nacht vor meiner Abreise träumte mir, dass ich an einen Ort kam, wo vor einem Gasthaus ein komisches, uriges Mandel stand. Es hatte einen alten Hut auf, weiße Unterhosen zwischen Stutzen und kurzer Lederhose, die Hände in den Hosentaschen und lachte mich mit schelmischen Augen an. Ein komischer Traum. Ich erzählte ihn meiner Mutter. Am nächsten Tag fuhr ich nach Weiz, wo mich Herr Weil und Frau Brandl mit einem Volkswagen nach Gassen brachten. Der kleine Ort gleich. Als wir vom Auto ausstiegen, wurde ich ganz blass und starrte erschrocken das Bild meines Traumes. Da stand tatsächlich vor dem Gasthof Weberhofer dasselbe Mandel, von dem ich geträumt hatte. Es kam auf mich zu und sagte lallend, jetzt geht die bitte Adam. Da holte ich mich von meinem Schrecken und musste lachen. Monate später wanderte ich mit Fredl Schlach und einigen anderen auf die Alpen. Bei den Sommerhütten kehrten wir ein. Da holte mich zum allgemeinen Gelächter Odam, der kleine Almhüter, zum Tanz. Und tanzen oder keiner, gell? Ich konnte ihn nicht abweisen. Irgendwie war er mir unheimlich und doch vertraut. Zurück zu meiner Ankunft in Gassen. Nach der Begegnung mit Odam gingen wir zum Schulhaus, wo Frau Johanna Schlacher mit ihrem kleinen Mädel auf dem Arm beim Hof da wartete. Ich wurde herzlich aufgenommen und verbrachte mit den Gasner Kindern eine fröhliche Zeit. Hier lernte ich auch meinen zukünftigen Mann Hubert kennen, der gerade im Urlaub daheim war. Wir heirateten im Krieg und bekamen unseren Wolferl. Ich erlebte in Gasen so viel Glück und Freude und auch ebenso viel Leid. Der Krieg hat mir alles wieder genommen. Ja, und der Odam, ein Gasen-Original, ist auch längst nicht mehr. Sein Halsstall, wo er den Sommer über gearbeitet und gewohnt hat, wird heute noch oft als Odam-Hütten bezeichnet und bildet fürs Dorf gar manchmal die Grenzlinie für den ersten Schnee. Jedes Jahr mal Heiligen komme ich nach Gassen. Im vorigen Jahr konnte ich die Eröffnung des Kindergartens in Gassen miterleben. Auch durch das Pfarrblatt, das ich mit Begeisterung lese, bin ich mit dem Bergdorf in Verbindung. Solange mir Gott noch das Leben beschert, wird Gassen mein neuen Herzen bleiben. Heuer hat sie aus gesundheitlichen Gründen das erste Mal nicht nach Gassen kommen können. Aber sie lässt schön grüßen. Tante Erna. Wir bleiben auf der Alm und ich werde einladen zum Mitsingen. Es wäre kein Liederbuch entstanden, wenn wir da jetzt nur einmal aufsetzen und dann nicht drüber stolpen. Wer ein Buch hat, Seite 190, der und dann auswendig, der Chor hat ein paar Schwindelzetten, der schönste Blämmerl auf der Alm. Okay?
Volksliederchor. Bravo. Im Frühjahr. Erstens wird die Wasser rauschen, wird das Vogel trinken Wald. Schleicht der Bur zum Dirndl blauschen. Das Frühjahr, das wird keimen bald. Aber die Flecker durst du finden, dort und da wo auf dem Rohr, zwar die Lifter durch der Kinden, das Frühjahr, das ist doch gauber klar. Baust der Mocker, Furch und Furchen, immer wo, auch schon die Schwalben. Dann die Kinder Blämmen suchen, das Viech wird auftrieben auf die Alm. Das Frühjahr, das ist ganz geschwind dumm. Die Sonne hat jetzt eine starke Kraft. Was du anbaust, das hat gleich der Sommer mit aller Gewalt scheit zeitig gemacht. Die Gasner kriegen ein Telefon. Das war 1979, die große Telefonbaugesellschaft, die damals gegründet worden ist. Da gibt es natürlich auch ein super Gedichtel. Ein Telefon, ja, sapperlaut, war wohl für die Gasner auch kein Maut. Es gibt doch Städten, Berg und Kram, der was nicht gesehen hat, der kann es nicht glauben. Oft recht weit oben und weit verstrahlt, als wenn's der Wind hätte so wie gewahrt, wird schwollen, als da hängen's da. Die Häuser, meist gar Kuchen so. Ja, ist ein Umwanderer in der Not, ohne Telefon, da hilf ich am Gott. Möcht weit und breit kein Mensch der Schrei, darf in der Not verlassen sein. Mit dem hat's jetzt einmal ein Ent. Bis denn der weit hin telefonieren greift, telefonierst du daheim. Und wenn's dir nicht stei, kannst du umrein gar bis Hawaii. Vorausgesetzt, dass wohl ein Tag ries, eine Leitung zum selben Kastel ist. Wird Leid sich gleich gerät, da oben und hinten, da haben sie mir einen Lottmann finden. Der Tscherereien einen Bugel nimmt, mit Herren kann reden, mit Leid auskommt. Die Roboter oft zu der Arbeit schafft, das Kurs wie ein Heiliger steht und schlaft und depressiv an der Arbeit druckt, gar kein Blieb umeinander huckt. Ist gar ein Streit zu schlichten, weil wir noch mal brauchen's sowieso. Und bitte Herr, ich sag's, ein Gestühl braucht er sich nicht ärgern so viel. Sind alle, war freundlich und recht nett, tun sie bemühen, dass Geschleine geht, der Bau von unserem Telefon. Wird nicht lang dauern, oft hängt man zusammen. Oft eins zu einem umgereiht. Ja, wie es einem geht, ob's Weichfleisch schmeckt, wenn die Nachbarin gleich nicht bestellt, ein Zimmer, was auf Urlaub geht. Ruft einer den Amtstierarzt in Aal, er braucht geschwind den roten Schein. Der fragt, für wen der wohl dat gehören? Na ja, für den Ochs, so dumm fragt her. Rätst viel dummes Zeug, es tut dir gefallen. Wirst nicht mehr lachen, oft von Zahlen. Jetzt höre ich auf, weil ich nichts mehr kann. Wenn ich wieder was weiß, auf den Ruf für den Gang. Yeah.
die nächste Geschichte habe ich bewusst zu deinem Liebeslied gezählt, obwohl es heißt bei der Auferstehung. Aber wenn man halt den Kopf beim Geliebten hat, dann kaum die Auferstehung hat oder die Feier völlig einmal kratzen. Es gibt kein Bild vom ehemaligen Heiligen Grab. Auch die Straßecker hat es bei uns auferstehen lassen. Es war hinten beim Kircheneingang und war so groß, dass man es heute zwischen Hochaltar und Sakristei, wo man mal die Krippe aufgestellt gehabt hat, unmöglich Platz hat. Der Pfarrer hat gerne ganz hineingehen und ist direkt unter dem Chor drinnen gewesen. Das muss man vorher wissen, weil die ganze Auferstehungsfeier da drinnen dann mit dem Halleluja auch stattgefunden hat. So vor langer Zeit in der Gasen, die Älteren von den Bewohnern werden sich noch daran erinnern, dass das heilige Grab zur Osterzeit in der Bäder lang hinten war. Bei den Anbetungsstunden am Karfreitag und am Karsamstagvormittag und auch bei der Auferstehung, die zur damaligen Zeit ja am Nachmittag gefeiert wird, da haben die Leute in der Kirche alle verkehrt sitzen müssen. Ist eh klar, wenn das heilige Grab hinten ist. Was ist das Betbirchen liegt, sind sie jetzt gesessen, da war der Hinter. Und wenn man da mal sitzt, haben sie die Schuhe drauf gehabt. Das einmal probieren, aber nicht werden. Wenn es weiter Schein war, ist der Pfarrer bei der Auferstehungsprozession mit den Allerheiligsten und alle Leichbeten durchs Dorf gezogen, völlig wie zu Fronleichnam. Vor langer Zeit, einmal an einem Samstag, hat sich bei der Auferstehung ganz was Gespaßiges zutragen. Es sind bei Weitem nicht so viele Chorsänger gewesen wie heute. Ein Eitler vom Dorf sind halt singen gegangen. Der Schulmeister hat georgelt und der Schulerbauer, der nicht ganz letzt beieinander war, hat ihm ein paar Kreise die Orgel aufgezogen. Auch die Weberhahne war beim Kirchenchor. Schein hat es nicht gesungen. Aber laut, weil es derisch war. Zu Ostern sind alle, weil viele auswärtige Leute nach Gasen kommen und zur Auferstehung gegangen, Verwandte und Bekannte, die weggeheiratet haben oder ins Mürztal umgezogen sind, weil nicht mehr Arbeit war. Und so ist am selben Samstag die Kramermitzel in der Gasen auch zur Auferstehung gegangen. Nobel war es benannt. Mit Föhrischen und Bandelwerk am Hut. Ein Hut hat's aufgehabt. Für die Gasnerinnen hätte sie keine mit einem Hut getraut. Nicht einmal die Brückenwirtin, was sie am leichtesten noch nicht kaufen können. Wie der Pfarrer, der Meisner und die Ministranten zum Heiligen Grab zurückgegangen sind und die Auferstehung eigentlich angefangen hat, die Kirchleute haben sich schon gerichtet und sind verkehrt auf ihre Bank geguckt. Da hat die Weberhahne auf dem Chorraum auf einmal in die Kramermetzen gesehen. Die Augen sind ihr fast ausgekugelt vor Überraschung. Und in der Kram ist Frage, weil das ihr Mann der Weber daheim geblieben ist. Weil vor gute 30 Jahren ist die Metzel einmal sein Mensch gewesen. Und die Hani hat alle Schlauheiten nicht anwenden, dass sie der Metzel in Weber hat rauskrallen können. Ein neues denkt jetzt die Hani und der Walter Pfarrer das Halleluja anstimmt. Und denkt auf die Hani, denkt und denkt. Und dabei hat sie einen Einsatz überwacht. Und wie der Chor schon beim Luja ist, hat sie mit gewaltiger Stimme angefangen. Alle! Der Schulmeister hat einen Deiter gemacht, sehe ich um mich, und hat umgemalt, aber die Arme hat das nicht gesehen, weil mit ihren Gedanken ist sie noch einmal bei der Mitzlind gewesen. Der Pfarrer wollte aufs Chor aufschauen. Was er nicht kennen hat, er ist sich unterhalb dran gewesen. Was halt bei Zinger los ist. Und so hat er wieder das Halleluja angesungen. Und oft wieder der Chor. Und Hani wieder hinten noch. Und das dreimal hintereinander und jetzt mal ein wenig Köcher. Die Kirchleute haben alle aufgeschaut aufs Chor. Ich hab's gesehen, was da heute ab und los ist.
Und sie haben sich gegenseitig gestessen und die Jungen haben gerudert. Und der Pfarrer hat halt, der Heiland ist erstanden, gesungen. Mit euch, wenn sie vor 2000 Jahren den Herrn seine Auferstehung so besungen hätten, so war er gewiss im Grab treiben. Der Jahrlauf. Der Schnee zergeht, das Wasser rinnt und irgendwo war schon ein Blärmel kommt. Von den Bäumen wird ein schöner Buschen gemacht, die Sonne recht warm vom Himmel lacht und wenn vor dem Haus der Kirschbaum treibt, so ist die schöne Frühjahrszeit. Auf der Leiten wird das Futter gemacht, der Wiederwind scharf umgeweht, da gubert's wie der Hase reviert und das Winterkorn schon im Stler bläht. Bald's Zungenweibfeier siehst verweiht, so ist die heiße Sommerzeit. In Schwalm, oft wird der Furtflirn tun, du bringst dein letzte Feixen heim, der Tag wird kurz, die Nacht recht kalt und immer war ein Pixel knallt, wie das Erntedankfest vorbereitet. Das ist der Herbst, eine schöne Zeit. Ja, wenn's von da immer nur schneit und jeder gern in Haus rein bleibt, das Kinderherz ist voller Freude, als ist schon wieder Weihnachtszeit. Mit Ski und Schlitten umfahren, so ist auf einmal Winter geworden. Du sollst deswegen nicht traurig sein, ist so ein Jahr auch geschwind vorbei, es fängt gleich wieder das neue Jahr an. Mit Blier und Pracht so gut's nur kaum. Dem Herrn sei Dank, dass er uns gegeben, das Brot in Wein, die Sonne und Tränen. Erntedank. Einführen tun sie jetzt überall, das Futter und das Trat. Wie deine da in dein, im Stall, war schon der Winter wart. Und schaut mal zurück, die kurze Zeit. Ein Jahr ist ja so geschwind um. Man meint, der Herbst ist weg noch weit. Dabei ist gut der Sommer. Musst Rudler allen, hast Arbeit fort fürs Viech und auch für die Leute. Dass, wenn nichts wächst, wenn es gefriesen tut, was hast zur Winterszeit? Musst dich da scheren und hast viel Sorgen. Wenn was der Blitz, der Schlag, zusammengehagelt ist, das Winterkorn, das Wasser, was vertrag. Und hat die Tricken überall, verbrennt viel um und her, o Herrgott, gib das selber mal, die Fechsung ausgibt mehr. So dankt man heute dem Herrgott an, für die Ernt, wie es diesmal war. Holt weiterhin den Hausstand zusammen, beschützt alles auch nächstes Jahr. Thank you.
Dieser Text spricht mir jetzt in dieser Zeit ganz besonders aus der Seele, nicht nur mir, wahrscheinlich euch genauso. Ihr wisst, in allen Volksliedern ist der Tod nicht ausgeklammert. Im Gebet ist er genauso drinnen, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Und das Buch weicht dem Tod auch nicht aus und nicht dem Schweren im Leben. Und als genau am Montag Herr Weishaupt uns die Bücher brachte, da sagte er, ich muss noch nach Graz fahren, weil der Fink gestorben ist und wir sind mitten beim Buch. Sag ich, welcher Fink? Ja, der Rektor für die Minoritenkollektion, der Künstler, der Priester, der Dichter, der Maler. Ein Jahrgangskollege vom Helmut. Und dann habe ich erst überrissen, Weishaupt, Gnas, Fink, Gnas, morgen sein Begräbnis. Und es ist nichts selbstverständlich, was wir so immer hinnehmen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir ein Werk vollenden können, das man begonnen hat. Ja, ich habe nicht negativ gedacht. Aber das eine Mal, wenn wir da draußen beieinander gesessen sind und die Frau Weishaupt mit dem Manuskript und den Originalzeichnungen, wo wir keine nur schlechte Kopien gehabt hätten, bei dem Unwetter heimgefahren ist von Gasen nach Gnas, obwohl uns nur ein Buchstabe trennt, Gasen, Gnas, da habe ich ein bisschen gefiebert. Mei, hoffentlich kommt es jetzt gut an, dass da nichts passiert unterwegs. Nein, aber wie das Leben ist, und wie dankbar wir sein können. Ein Lied, das ich hier im Text nur anreißen möchte, drückt das aus. Wenn's mei Lüfterl wart. Wenn's mei Lüfterl wart, geht im Wald draus der Schnee, da heben die blauen Feigen ihre Köpfe in die Höhe. Die Vögel haben geschlafen durch die lange Winterszeit. Die werden wieder munter und singen voll Freit. Da blühen einmal Rosen und das Herz wird nimmer triert. Die Rosenzeit ist ja die Zeit für die Lieb. Die Rosen im Garten, die blühen alle Jahr. Der Mensch blüht nur einmal. Aber nachher ist es gar. Jedes Jahr kommt der Frühling, ist der Winter vorbei. Der Mensch hat nur einmal, einen einzigen Mai. Die Schwalben fliegen fort, aber sie fliegen wieder her. Der Mensch, wenn er fortgeht, der kommt nimmer mehr. Da war der Kreuzlifter vom Grockerhügel 4. Das war nun das Letzte, was ich von ihm höre. Und wie wir Nachmittag zur Halbernmutter aufgefahren sind, zur 101-Jährigen, die im 102. Lebensjahr ist sie jetzt, da war sie glücklich, auch
dass sie das Buch zumindest spüren kann und dass sie dort einmal vorgelesen werden kann. Und dann ganz kurzer Auszug noch, wir haben dann noch einige Minuten für den Advent und dann kommen wir zu Ende. Wir wissen, die Hölpernmutter ist beim Laderbahn aufgewachsen und von oben oben, also Laderbahn-Tochter gewesen und von oben oben in die Schule gegangen und hat im 4. Jahr dort zum Schulgehen angefangen. Hat erzählt, wie sie im 7. Jahr das Schulhaus neu gebaut haben und sie da drüben im Gasthof Weberhof einen ersten Stock Schule gehabt haben und hat auch erzählt, dass im 8. Jahr der Vater ein schweres Häuslein gekriegt hat. Und wir Kinder haben halt mir öfter von der Schule daheim bleiben und arbeiten helfen. Der Lehrer hat uns das nicht recht geglaubt, dass der Vater so krank ist. Und nach seinem Begräbnis haben wir zur Mutter gesagt, geh, jetzt wird es der Lehrer wohl glauben, wo der Vater gar gestorben ist, dass wir nicht geschwänzt haben. Wenn wir am Florianentag mit der Ochsen in Ocker umgebaut haben, ist der Dr. Marzner von Birkfeld gerade über das Bölzl-Riedi aufgegangen. Er hat den Vater wohl noch daheim beim Hals operiert, er ist aber am nächsten Tag gestorben. Ich weiß noch gut, wie die Mutter ins Kinder ins Stiebel gerufen hat und der Vater uns die Lehre gehalten hat, ich kann euch nichts Gutes versprechen, ich sehe, dass ich bald fort muss. Tut's der Mutter schon fallen und fleißig helfen. Überhaupt du, Franzl, gell? Bevor er gestorben ist, das haben wir mir so genau gemerkt, hat die Mutter den Vater sitzend bei den Schultern gehalten und so haben sie Pferd Gold genommen, die zwei. Advent. Karl fährt Bahn und Staun uns füllt. Der Himmel hängt grau über die Welt. Nur die Alm ist winterweiß, liegt eiskalt in Schnee und Eis. Der Aurein hängt schon tagelang, ganz still ist worden, kein Vogelgesang. Am gefrorenen Mantel legt die Erden auf, sie braucht die Ruhe, das Rosten kann. Sind Kerzen auf, es ist Advent. Wie warm das macht, wie Licht es brennt. Es gibt ein Lichten, ein Höllenschein. Wie soll denn da alles angestanden sein? Im Herzen spürst du Söhnlichkeit. Eine Gnade ist da, kommt Weihnachtszeit. Zu Elisabeth getragen. Zu Elisabeth ist gegangen, Maria, voller Freud, weit ins Gebirge gezogen mit der Neuigkeit. Voll Hoffen und voll Bangen, grad wie es am Mutter geht, voll innigsten Verlangen, wenn's um ihren Leib so steht. Sie bett fürs Ungeborene, o Maria, voll der Gnade, du von Gott erkorne, schau auf die heutige Not. Ave Maria, mit Gnaden gezielt, vor dir zu Engel gebührt, dass dir Engel die Wahrheit.
ich stehe auf. Dankeschön. Für das schöne Miteinander, das ist zu einer Feierstunde geworden, in der wir vieles einfangen haben können. Danke, alle Mitwirkenden, ganz herzlichst. Wer unbedingt noch ein Buch erwischen will, heute kostet es nur 250 Schilling, morgen gleich. Einen wunderschönen Nachmittag da in Gaasen. Es freut mich, dass viele zu uns in dieser angeblich stillsten und ruhigsten Zeit des Jahres nach Gaasen gefunden haben. Und besonders freut es mich, dass so viele ausgewanderte, auswärtige Gaasener wieder in die Heimat zurückgekommen sind, um eben hier den Gaasen-Advent zu genießen. Es ist heute die letzte Dichterlesung im Rahmen des Gaasen-Advent da im Gasthof Schweiger. Für alle, die es noch nicht wissen, wir haben ja parallel zur Dorfkrippe Gaasen auch ein Heimatbuch, Gaasen erzählt und singt heißt das Buch, herausgebracht. Das heißt nicht wir, sondern die Elisabeth Leskova war für die Gesamtredaktion, wenn man so sagen kann, verantwortlich. Sie sitzt hier zur rechten Seite. In dem Buch sind Gedichte und lustige und auch ernste Geschichten von der mittlerweile sehr bekannt gewordenen Heimatdichterin Berta Schweiger drinnen. Und vor allem sehr alte und ich glaube mittlerweile schon unbekannt gewordene Lieder gesammelt von der Willingshofer Maria, von der Grombahn Maria. Und damit da nicht nur was geschrieben drinnen steht, sondern eben auch anschaulich wird, sind 67 Grafiken drinnen vom Straßecker Adolf, vom pensionierten Postmeister von der Gaasen. Ihr werdet es nicht kennen. Und das bunte Steirerland. Schau um in der Welt weit, bergauf und dolo. So bunt wie es ist, keins liegt das Steirerland da. Die Bergen hochmächtig, am Gipfel der Schnee, weit hinten liegt ein Bau bei der tiefblauer See. Die Wiesen und Wälder sind grün, ist erfreut, wenn die Blärmerler blieren zur Sommerlichtzeit. Da kommt man frei vier, alles will an was sagen, als da an der Wald ganz öll und vier klang. Der Alte und Mächtige vor Krieg war's und Not, vor Feier und Zeichen, vor Hunger und Tod. Die Berg und die Gletscher, sie hoffen auf Freud, auf Glück und auf Frieden in der kommenden Zeit. Der tiefblaue Seemord, es landet nicht schein, ich bitte, bleib da und dein Schein Heimatl drei. Ein Fleckel Erden auf der Welt und ist auch noch so klein. Kommt keins der Zahlen mit Gut und Geld, es gehört nur dir allein. Ein Fleckel Erden drauf kannst bauen, das trauert für Leid und Vieh. Ein Fleckel Erd drauf stehst, kannst schauen, weit über Dolmen hin. Auf ein Fleckel Erd baust für die Dein ein Haus mit Mühe und Not. Auf dein Fleckel Erden möchtst verbleiben,
verdehren das täglich Brot. Und wenn das Fleckerl Stoni ist, recht stahl und voller Dorn, der Schwyz, er rinnt nicht, wenn man siehst, er rinnt für das daheim. Ein Fleckerl Erden, wo gar schein ganz bunte Blämerl blieren, ein Fleckerl Erden drauf darf's gei, das einen zum Ziel dort führen. Das Ziel, was man so oft verkennt und meint, ist hob und gut, ist grob, in die Erden wirst versenkt, musst vor der Welt mal fort. Und ich hab gemeint, das Fleckerl Grund, das gehört allein nur mir. Es wird mir gleichen für eitler Stund, zur Arbeit und zur Zier. Es legt der Herrgott Hand mal drauf, denkst nach und schaust dich um. Oft geht dann sicher das Licht erst auf, es ist alles sein Eigentum. Am Wenn wir gerade beim Schullehrer waren, da hat mir die Hölbernmutter, eine 100-Jährige, erzählt, jetzt hat sie schon 101 Jahre vollendet, ist noch gut beieinander, leider erblindet, aber sonst so gut beieinander. Die hat mir einfach so das erzählt, wie wir da zusammensitzen, und die hat so, wie sie es erzählt hat, vom Dammband schreiben können. Einige Auszüge übers Schulgehen. Ich muss bei der Taufe ziemlich lang gewesen sein, weil sie erzählt haben, dass ich der Gürtel fast aus Neibindeckel rausgerutscht war. Die Heiwam, was die Schmidt-Dammerlin war, hat das Ärgste verhindert und daheim haben sie mich oft da wieder gefunden. Später hat mir oft mein Gürtel, die Schwester von meinem Vater, mir vor dem Schulgehen Angst gemacht und mir alle haben viel geredet. Sie hat mir aber den Rat gegeben, wenn ich einmal gar keine Lust zum Schulgehen hätte, oft soll ich sagen, ich habe so viel Kopfe. Wie wir am Schulanfang losgezogen sind, das war im vierten Jahr nach Ostern, da hat die Schule im Frühjahr begonnen, da war ich ganz munter und fröhlich, aber beim Steilland ist mir aufgekommen. Jetzt heißt es oft aufpassen und lernen, jetzt ist oft alles anders. Mein Glück war, dass ich so klar war, meine Schwester Jule, die dann Lechenbahn geworden ist, die war viel größer wie ich. Der ist öfter was passiert, wenn sie immer einmal Kraft haben. Mich klar als Menschen haben sie schein geschützt und in Ruhe lassen. Gesund war ich ja und den Rat von meinem Gürtel habe ich Gott sei Dank nie gebraucht. Der Schulweg ist oft recht lustig gewesen. Bei der Bintergustel Keischen haben wir immer gewählt, wer als erstes hinten ist. Ich bin ja so leicht gelaufen, einmal auch. Ich die Burmfrau anweg saus, bis mich hier auf die Starkhaut hat und die aufs Hirn geflogen bin. Das Griebel, das spürt man heute noch. Und blöd habe ich so viel, das weiß ich noch gut. Beim Steindl haben sie mich oft verbunden, oft war einmal länger nichts mit den Schulgehen. Im Winter war es noch ganz finster, wenn wir daheim fortgegangen sind. Lustig war es beim Mondschein. Anderthalb Stunden haben wir hinuntergebraucht, heim wohl länger. Auf der Schneidaum ist ein großer Schnee gewesen. Mit der Zeit hat sich da ein Stirn drüber gebildet und da hat es geheißen, wenn über die Gwein 24 Stufen dreht sind, nachher ist der Winter gar.
Im 7. Jahr ist das Schulhaus neu gebaut worden. Das alte war schon viel zu klar. Inzwischen war unser Glas beim Bessel der Jägl. Da sitzen wir jetzt. Gast der Schweiger heute. Im ersten Stock oben. Außen war ein kleines Stiergelaufe und da oben ein Plateau und in der Gewölbstube haben wir Schule gehabt. Da fährt mir was ein, auf das denke ich oft zurück. Im Dorf ist eine Einlegerin gewesen, mit echt Pfeiferl zu geheißen. Ein kleines Weiberl, bitte schon nicht die Schulleiferl, gell? Ein kleines Weiberl, schlecht gesehen hat und die haben unsere Schulerbuben immer schier gekratzt. Zwei Buben haben das Weiberl aufgeführt über die offene Stirn und die andere haben von unten nach aufgegriffen. Und da hat sie sich wieder geschreckt. Heute denke ich, wenn es mir so gegangen, wo ich nichts sehe und unsere Buben ratzerten mich. Einmal, wir haben mir ein Ei, wenn ich bei der Stirn runtergehen, da waren die Buben zu laut. Der Lehrer schlecht aufgelegt und unten hat es geheißen, kehrt euch alles zurück und schul bleiben. Der Paul Michl hat aber auf die Schule vergessen. Spät erst ist der beste Lehrer gekommen und hat uns auslassen. Der Direktor Paul Michl war so viel ungleich. Immer einmal ist er gut aufgelegt gewesen und oft wieder nicht. Und wenn einer gekommen ist, haben wir das auch schon gekannt. Es war alles anders. Das war also die Hölperin, noch kurz, Frau Rita Sackl. Ist nichts da, gell? Und sie hat das gebeten, dass sie selber sagt. Gasen, September 46 bis Juli 47. Erinnerungen einer Lehrerin. Es war mir beschieden, die Wirren des schrecklichen Krieges hungrig, aber heil zu überstehen und ein Jahr danach meine Ausbildung zur Volksschullehrerin abzuschließen. Ich wurde an der Volksschule Birkfeld angestellt, nach 14 Tagen erhielt ich aber die Versetzung nach Gasen. Gasen? Was wusste ich davon? Mein Vater hatte in seiner Jugend einmal mehrere Wochen auf der dortigen Dampfsäge gearbeitet. Über den ehemaligen Schulleiter Paul Michl kursierten in Lehrerkreisen skurrile Geschichten und den schönen Spruch, kennst du den? Na, ich auch nicht. Oft ein Haumann. Den hatte ich natürlich auch schon gehört. Am wichtigsten war für mich, wie weit war es nach Gasen? 13 Kilometer, naja, gute 3 Stunden. Zum Mittag kam die Post, morgen sollte ich meinen Dienst in Gasen antreten. Also machte ich mich ohne besonders Gepäck auf den Weg, um noch vor dem Finsterwerden Gasen zu erreichen. Ich ging also und ging und ging. Dabei verlor ich mein sonst sehr gut ausgeprägtes Zeitgefühl total. Uhr hatte ich keine. Wer hatte nach der Russenzeit schon eine Uhr? Und so geriet ich in Sorge, ob ich am Ende schon an Gasen vorbeigegangen wäre. Ich war ja immer wieder an einigen Häusergruppen vorbeigekommen. Als dann etwas später ein Mann entgegenkam, fragte ich, wie weit es noch nach Gasen sei. 3/4 Stunde, meinte er nach Abschätzung meines Gehtempos. Na Gott sei Dank, ich war noch nicht vorbei. Den nächsten fragte ich wieder. 1,5 Stunden, war die Antwort. Oho, es wurde ja immer weiter. Noch 2 Leuten begegnete ich. Beim ersten war der Weg noch 1/2 Stunde, beim zweiten noch 3/4 Stunde. Na, da wusste ich, die Gasner hatten auch keine Uhren. Und irgendwann erblickte ich dann links oben den Friedhof und die schöne alte Kirche und ich fragte nach der Schule. Das Heiraten ist wie beim Herr einstellen. Der draußen sein, wenn eine und der drein sein, wenn aussehen. Der Verheiratete. Der eine hat geheiratet. Wie tut er das gespüren? Er kann jeden Schilling durch 2 dividieren. Muss allen schon fragen um das und um das und ob er darf fortgehen und trinken ein Maß. Wenn es die Arbeit wird weniger, sind auch dazu 2. Der kriegt so viel Junge, wird mehr jetzt Jahr. Die Sorgen, die werden größer und größer, oh mein, gar siehst du nicht mehr drüber.
hat's der andere Schein. Er ist Schein allein und nicht in der Stein. Komm ich noch mehr auf die Welt, lass es heiraten bleiben. Zuerst will jeder rein und gaugelst, was traust. Es reintli auf drei, oft was traust erst Schein. Der Junggesell ist ein lustiger Bub, voll Kraft und voll Mut. Es pumpert in Herzen, es regelt sich das Blut. Er möchte so posteln, die Welt gleich die ganz wie Stirndling groben nach dem Sauschädeltanz. So schleicht er halt ein, es ist grad der Mai, voll Lieb und voll Hoffnung zum Dirndl dort rein. Es hilft nicht sein Klopfen, sein Beten und Tränen. Er weiß nicht, wieso das am Heid nicht dort mein. Sein Jadler vergangen, der Sommer ist da, hat's Dirndl längst geheirat, dass er ihm gar nicht mag. Krieg eh noch eine Jede, kommt's auf dem in Sinn, so reich und noch Lady und fesch, wie ich bin. So geht er heut beteln zu einem Dirndl, das bliert, dass gar noch ein Sommer ist Frühjahr verführt. Es fällt an wie sein Stolz, er war ja schon zahlt. Und der, was er kriegt, der ihm frei kann, ich gefällt. Die Sonne geht an wie die Tage und die Jahre, und gar ist der Herbst da, nimmst völlig nicht wahr. Der, was er hat bustelt, dass die Dirndl das Schein ist, auch schon lang Mutter, hat Runzeln, oh mei. Und er ist saugranti, es gefreut ihm nix mehr, rennt angespannt in einem Daunen daher, ist alle noch Lady, war alle noch zu haben, durch die Hoffnung auf ein Heiratschein langsam begraben. Ein langweiliges Leben, ungemütlicheres Sein. Es war ihm frei lieber, wenn er in der Ewigkeit war. Lässt niemand auf sein Jammern, sein Schimpfen und Schreien. So ist so übergewein und wird weiter so sein. Es huschelt ihm völlig, er spürt schon, oh ja. Für ihn ist ja einst der Winter schon da. Und wenn ihm wer fragt ums leidige Leben, es war wohl viel schöner, als der Weiberleut neben. Kannst jammern bei einer und schimpfen und lieben. Ja, das Lady bleiben muss man es auch selber probieren. Ich hab's halt so viel, hab nix zu dir gesagt, trag's bei mir just ganz still. Wenn ich überleg und nächstes Jahr einmal frag, wie konnte ich das anstellen, ob's mir etwa mag? Nächstes Jahr war halt auch nie eine Gelegenheit dazu, bin jetzt mal viel zu feig, bin ein depperter Bub. Und so sind halt Jahre ein Eitel vergangen und Dresel hat geheiratet. Hat's einen anderen genommen.
bei der Bürstlingmod. Auf, Leid, lauf, es gratscht der Hau. Nehmst Seinsen und Rechen, wir fangen jetzt an. Die Seinsen sind dunkel, das Weider ist schein. Weit ist der Weg, mir wir allmen zugehen. Der Moor macht der Kreuz, gehen wir's auch in Gottes Namen. Bei allem Bürstlingmann, da halten's alle zusammen. Für die Nachbarn in Umkreis, die Dienstleit miteinander. Da gibt's halt eine Gaudi, und das ist allerhand. Der Großknecht, der Franzl und Nanerl vereint, die haben sich jetzt da eine Zeit schon gekannt. Ganz heimlich beim Weizen, wenn er mal nicht macht, da schaut er zum Nanerl, wie er das Futter anstrahlt. Sucht der Franzl einen Ausweg. In der Nacht wird umgeschlafen, liegen die Mauner im Stall und die Menschen reden hinten neue Mauer alle mal. Sucht der Franzl einen Ausweg und denkt sie, war nicht schlecht. Schlief den Kittel, nimm's Dirkel und leg sie zu den Knecht. Die Bäuerin kommt nachschauen, denn Ordnung muss sein. Hier zieht's gar ein Weiber zwischen die Maunerleit rein. Du Mistbratel, du dir leicht in der Horn, was hat's aber auf Flitschen bei den Maunerleit zu tun? Wird das mein Gar in seinem Pfarrer bekannt, war er fressend wird Breite von Heiligen Amp. Der Franzl in Kiedl krallt auf und er rennt, es hat ihm sein Bäuerin jetzt auch nicht erkannt. Schläft sein Nanerli dahinten, er muss ihr just sagen, der sind heute auf die Nacht hat die Bäuerin zu tragen. So schön scheint es ein silberner Glanz, da ist ja nie der Bund, die Söhnlichkeit kommt. Da kommt man mein Kirchenland für herziger Vier. Ich möchte heute grad alle Wahl allein sein bei ihr. Da kommt man mein Kirchenland für herziger Vier. Ich möchte heute grad alle Wahl allein sein bei ihr. O, ein herzig schönes Kirchenland, du hast mir mein Herz in Flammen gebracht. Mein Herz steht in Flammen, ich will durch was aus. Wenn's lange so fortgeht, ich hol's nicht mehr aus. Mein Herz steht in Flammen, ich will durch was aus. Wenn's lange so fortgeht, ich hol's nicht mehr aus. Er sauert nicht. Der Seppi steht auf und schläft ein, ist gewohnt. Da schreit schon der Vater, sappen laut alles miteinander, dass so ein Lauser denn gar nicht aufsteht. Drauf macht statt der Bub, der ist weiter genäht. Und wie auf dem Ocker das Futter abmacht, da kommt für die Wirtschaft der Berater schon statt. Ja, wenn es grad so wie der Berater just hat, er merkt kein weiter, er keine kann genäht. Der Seppel von Leitner hat gar nicht Ruhe. Beim Tag schreit der Vater, geh Bier wie du, du. Muss zum Dirndl auf die Nacht, es wird ihm freit zu blöd. Da soll einer sagen, so ein Bub hat kann genäht. Und oft übers Jahr, es muss halt frei sein, da lohnen zwei dumme Verwandten allein. Sie feiern die Hochzeit. A jeder, der geht, denkt sich ein Stuhl, wie soll denn der genäht? Wenn's nicht sein darf, lass es bleiben. Bin ich gegangen, auf mein Stand, das Revier in Jager gewandt. Auf dem Hochsitz, mir recht gefreut, sieht man immer ziemlich weit. Sind die Leute noch auf dem Feld und die Sonne beleuchtet die Welt. Und neben meiner war das Quer, mit dem Glasscheu umher. Sitz ich da eine eitle Stund und der meiner schlaft der Hund. Wird schon dunkel, die Sonne ist fort, nimm mein Mantel und den Hut. Ich will gehen, es tut sich nix. Über die Achsel häng ich die Bix. Oh, mein Gestauder, riecht sie was?
ist ein Fuchs oder ein Hase. Nehmen wir Lerchen hinter den Stock, sieh ich die Krickli, ist der Bock. Ich leg an und das kracht. Ja, der regelt sich nicht, na gute Nacht. Nimm von Seitl ein paar Traun, wenn ich schnell bin, komm ich zusammen. Ich fahr auf, schieß ganz keck, hat der Bock sich ausgeschreckt. Ist er auf wie ein paar Schritt und der Zeitl sieh ihn nicht und die laden noch einmal. Vielleicht sehe ich ihn. Auf jeden Fall kommt bei Vierer, bin ich gericht. Ist die letzte blöde Geschichte. Und da kratzt steht er da und die zu und drückt an. Er wirft auf, macht einen Satz und ich denk mir, ja, die hat's. Springt 20 Meter, bleibt auf den Stein. Haben keinen Schuss mehr, darf nicht sein. Wenn's nicht sein darf, lass es bleiben, wenn ich nicht einmal mehr vertreibe. Die Treibjacht. Treibjacht ist halt letztes Jahr recht für Jäger, Hunderbar. Eitle Bauern sind pragierer, da muss das Wildschein Schleine führen. Die Jäger stehen alle schussbereit. Und einer ist ganz übergescheit, der sagt zum Natz, beim Sommerstall, da kommen sie sicher nach der Zoll. Dort stellst du dich hin und wartest und schaust. Oft schießt halt, wenn du mal schießen kannst. Der Natz steht da schon ein paar Stunden. Es kommt kein Reich, kein Haus, kein Hund. Es tut einem weh, das ganze Gestell, er flucht auf Himmel und auf Hölle. Er hängt die alte Stalde raus und macht sie einen schönen Sitzplatz draus. Auf den Nachbarn Dorf wird geben so lau, a jeder liebt, was er noch kann. Der Nazi ist zu, ich heute auf all und sag, beim alten Sommerstall han ich ein Mutsgutes dir erleg. Just runterbringen muss nicht. Ein Weidmanns Haar, ein Murz, trara, ja, wenn da so, wo es auch gut wär, war. Ein Eitel müssen das Hirschtier tragen, ein Hirscherleichkeit bei den Jungen. Wie es aufgekommen, ist der Mount aufgegangen. Die Stadien haben es nicht mit angenommen. Der Oma geht mit dem Stein ein. Grüß ein Kleidl, kauft's mir an, der Oma geht ist heut da. Ein Steinerl habe ich, das war gut für den Zeckenbiss und die Übermut. Für Gicht und Gall und alle Schmerzen drei der Brust und ab dem Herzen. Für die jungen Buben und deren Leiden, für die alten Kier, die nimmer bleiben. Fürs Blatzei und den zunten Eiter, zu viel Fleisch, der wischt zu Toast auf Alter. Für den Kreuzschlag und die Hirnraugen, hast Husten, wird's dir auch recht taugen. Von Katzen jammer Hüftzahlwahl, für den Rotlauf draus den Stolper zei. Für den Bauch, wie bei den Kindern gefroren, hast du Morgenschmerz auch nichts Besseres weiß. Für Trapfen und wenn's Zaunweh hast, fürs Kreuz, wenn's nicht mehr sitzen musst. Im Blinddarm haben's auch schon kariert, wenn einer fest mit Steinrohr schmiert. Hast dich geschafft, Kadel nehmen Schluck, davon geht auch das Kopfweh zurück. Für die Katzenkrankheit und die Tosen, fürs Maukenfühl, für Nieren und Blasen. Kauft's, Leidl, kauft's, es greift ein Knie, die haben ein Wundermittel mit. Für jede Krankheit ist das gar, was Leid und Fichser haben durchs Jahr. Und hüft's gar Knie, das kann verderben, den Arme muss ja jeder sterben. Die göttliche Erleuchtung. Der Petrus sucht die Haarlin zusammen und schickt sie auf die Erde. Mit der göttlichen Erleuchtung geschwind, dass die Menschheit gescheiter wird. Wie ohne Treibstoff taut er nicht davon, wegen Olival und Leid, wenn sie einmal öde werden, dann brauchen wir Arznei. Das Haus einen neuen Anstrich braucht, die Schuhe eine neue Suhlen. Ist wie bei der Firmung nach einer Zeit die Erleichterung zu wiederholen.
jeder von den Haulen muss alle tragen für uns an Stand. Dran für die Doktor, dran für die Bauern, für die Kaufleute umeinander. Die Lehrer kriegen es und da die Wirt, die Maurer, Zimmerleute. Und auch beim Kanzler ist bestimmt für die Erleichterung wieder Zeit. Jeder kriegt die Listen mit, drauf steht alles nach der Zahlen. Die Erleichterung in einem Bugelkorb haben sie hinten zum Verteilen. Und zuletzt hat er den Ulrich geholt. Der ist auch Halli geworden. Bei Leibzeit ist er im Ausbau gewesen, in Böllau daheim. Der hat für die Bürgermeister gekriegt, die Listen in die Hand. In Korbach über Dachsel, da wurde er auf die Erden gesandt. Der Petrus hat noch nachgeschrien. Zwei Tage hast du just Zeit. In Kärnten und in Steirerland musst du haben, bis so verteilt. Der Ulrich nimmt einen langen Stock und wandert durch die Gegend. In jeder Gemeinde gibt er auch aus seinem Bugelkorb ein wenig. Wer verharrt, bergum kommt auf Böllau in die Gemeinde, sich der im Bürgermeister gar in Haus drei ganz allein. Der Ulrich ist ja recht beidelmod, der Ohr bringt gern einen Most. Er setzt sich auf die Ofenbank und hat ein wenig gekost. Ein Schnapsel setzt er ihm noch vier, dann haben sie eine Schnalle brennt. Sie raten von der alten Zeit, die Uhr, die rennt und trennt. Kost erst vom Most und oft von Schnaps. Vergisst, was er soll tun. Der Bugelkorb in Windlein, der steht da ganz allein. Auf einmal ist die Zeit gleich um, der Ulrich muss geschwind gehen. Kein Vierte hat er rausgebracht. Der Bugelkorb bleibt stein. In Petrus liegt er auch ganz kalt, wie der ihm danach fragt, ob für die Bürgermeisterin die Erleichterung jeder hat. In Himmel seien sie nie rein geworden, das nicht ganz recht verdaut. In Böllau steht sie jetzt haufenweis und erdeweis alles fällt. Als Übergang zum adventlichen Gedenken ein kurzer Beitrag, den Alfred Schlacher 1960 geschrieben hat für die Sendung Aus der Heimat. Erstaunlich, wie sich das Gasener Bauerntum auch in allgemeinen Krisenzeiten gehalten hat. So kam auch in den Notjahren um 1930 nicht viel unter den Hammer. Und heute, 1960, kein Bauer geht vom Boden weg ins Werk, wenn er ihm nur genug zu einem zeitgemäßen Leben zu geben vermag. Kein ausersehener Hoferbe wird Heimat- oder landflüchtig. Erstaunlich ist auch die in einer Zeit wirtschaftlichen Umstellungen gezeigte Beweglichkeit und Aufgeschlossenheit. Was aber an Nichtbauern im Holzschlag, in den Werken des Oberlandes, im Bahn- oder Wasserbau tätig ist, bleibt fast zur Gänze in der Gasen beheimatet. Die Leute haben hier ihr Eigentum, oft auch eine kleine Landwirtschaft, die in der Abwesenheit des Mannes von der Frau und den Kindern versorgt wird. So zeigt das Gasener Bergland keine Ansätze zur Verödung. Es lebt, wie es gestern lebendig war, und es wird auch in Zukunft die Heimat froher, arbeitstüchtiger Menschen sein. Thank you.
Winter kommt, guckt die Sonne um über den Havelstall, hat nicht mehr viel Kraft, wird schon ziemlich faul. Kann nichts mehr da warnen, kann nichts mehr da wehen. Kommt der Winter zu, wirst die Kälten gespüren. Huckt der Haus, der schreckt hinterm Braunbierschalk. Schießt der Jager geschwind noch an Mut Sechsebauk. Deckt der grüne Vasen kam in Sonnrill zu. Hast dein Feixnung eingebracht? Hast wohl Brennholz gemacht? Hast das Almfisch heimtrieben? Ist in Winterstall? Bloß der kalte Winter um. Schneib Schier allemal über die Hochholmummer, her in Dolmen halt. Dort das Vogelhuscheln, mei, ist Herzchen kalt. Schleicht der Fuchs ganz still über den gefrorenen Boden, sucht von letzten Metzgen schlau in Opfer zusammen. Dreht der kleine Laus aus Eis beim Bach lehnt, nass bis über den Kopf, das vom Gewand da rinnt. Machst dir ein scheiß Feier, warmst dich gern dabei, setz die Hitze auf mit der Stuben drei. Fällt das Lab auf die Erden, geht die Welt zur Ruhe. Deckt der lange Winter mit seinem Schnee alles zu. Der himmlische Gnäd. Ihr Engel kommt her, ich muss euch was sagen. Da hinten der Gasen, dein Sau in den Kram, da wissen die Leute nicht, wohin und woher und finden das Kindl, mein Sohn, nimmer mehr. Sie rennen da aus und rennen da allein, über den Sogel gar drüber, bei meiner Botschaft vorbei. Es war da so wichtig und niemand hört auf mich. Sie rennen ins Unglück, einer muss hin. Einer von euch muss geschwind da wie die Leute. Ich kann euch just sagen, es ist allerhöchste Zeit. Und weil der Gott Vater so sorgenvoll schaut, so meldet sich jetzt einer, der sich das traut. Schiebt weg alle Wolken, wohin die Gasen versteckt. Oft hat Gott ein Engel, das eigentlich da geschreckt. Pass auf, sagt Gott Vater, auf die Berg rundherum. Dort dient es der Blankogel, denn beleicht grad die Sonne. Auf der gasnerischen Seite, da ist auch viel Wald. Ja, aber die Wipfel nicht anschraufst, dass ein Fliegel runterfällt. Und der Enkel fliegt los mit einem Halleluja. Wie ein Schein ist die Welt. Sehen das die Menschen wohl auch? Er darf nicht verplempern mit dem Schauen seiner Zeit. Er muss sich das dürfen. Der Weg ist noch weit. Oft sieht er die Brücken, den Wirt und die Gram. Und er sieht auch die Leute und kann's fast nicht glauben. In Drahtkasten und Kirchen, da ist alles ganz still. Und hint auf der Kreuzung, dort rennen so viel. Er muss deinen Weisen den Weg und da sagen, wirst Richtung benennten, es ist sein Soll verloren. Er schlagt seine Flügel, hat einen Mutshaden drauf. Und sitzt auf der Grat, auf der Freithofstirn auf. Oh, da ist so eisig. Kein Sand kenn und nix. Drum hat es in seinen Eingang auch längs hingewächst. Nach Weihnachten rafft er sie auf, es war gelocht. Und fliegt zurück in den Himmel, seine Aufgabe vollbracht. Kosten. Wer kann denn die Botschaft fassen? Wer kann denn das alles verstehen? In einen alten Drahtkasten zieht Gott Sohn auf einmal ein. Als ein winziges Menschenkindl liegt er jetzt auf einmal da, ohne Pfadel, ohne Windel, auf einem Letting kalten Stroh. Und der Wind pfeift durch die Luken auf das kleine Menschenheil. Will eins eine, muss sie ducken. Das Verbleiben kann dreierweil. Kommst nicht eine mit deinem Hochmut, musst so klein werden wie ein Kind. Zu sein lieb, der warm und gut ist, wo eins Trost und Hoffnung findet. Eine ist nächstes Jahr 1000.
Das zweite Jahrtausend, das geht denn ein zu. Ist umsonst her dein Opfer, dein Gewalt? Ist um und um Krieg, kein Frieden und keine Ruhe. Es brodelt auf der Welt überall. Gar seine Apostel der heutigen Zeit, der legen sich ganz sakrische Tor. Und falsche Propheten haben schon prophezeit, dass die Welt untergeht. Ah, dieses Jahr. In der Technik ein Hochschwung. Und hat sich das Leben vom Menschen erbessert? Kein Laus. Es gibt Missgunst und Hass und Morde, dort's geben. Alkoholsucht und Drogen auch graus. Gibt Erdbeben, Lawinen und Hochwasser auch. Unfall und Krankheit und Not. Dass der Herr da eingreifen und das Paradies war, auf gab's kein Leiden und kein Tod. Und deiner gibt's Lichtler auf der Welt um verstrahlt, voll unendlicher Liebe und Geduld. Sie löschen nicht aus, wenn auch der Wind weht, und leichten voll Kraft und voll Huld. Der gibt sie die Hütten, gibt's auch im Palast. Sie kämpfen gegen Unfrieden und Leid. Sie opfern ihr Leben oft und keinen kein Rost. Sie opfern ihr Geld und die Zeit. Viel Gutes und auch Schlechtes wird's auch weiterhin geben. Und Frieden auf der Welt kann der sein. Mal oben und mal unten, so ist's halt im Leben. Mal bitter und schwer und wohl auch schein. Dann vom zweiten Jahrtausend, jetzt vierte Gott sagen. Vielleicht können wir im nächsten noch zusammen und uns auf uns nehmen, wie es kommt, haben wir's tragen. Und sagen, gehen wir's auch in. Bloß noch ganz schlicht Dankeschön sagen. Dankeschön für alle Mitwirkenden. Dankeschön für die Losenden, die so viel Geduld gehabt haben. Und es war ein schöner Nachmittag, wenn man so begeistert zuhören kann. Ich wünsche den Frieden der Weihnacht und Gottes Energie für das nächste Jahr. Pfiat euch. Danke, dass du das Video angeschaut hast. Und wie es jetzt weitergeht, ist kinderleicht. Pass auf! YouTube startet demnächst für dich ein neues Video, das wahrscheinlich nichts mit Gasen zu tun hat. Deshalb drück auf das runde Logo und du kommst zurück auf die Hauptseiten von Gasen TV Online. Oder du drückst auf das viereckige Kastel und kommst gleich direkt zu unserem aktuellen Programm. Viel Spaß!